Hallo und willkommen zurück, Es soll meine geschehen. lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Icewind Dale. Ja, wir sind ja aus dem Würmzahngletscher zurück nach Kuldaha, um jetzt zeuglos zu werden. Dass wir in erster Linie hier drin mit uns rumschleppen. Schleppen wir da eigentlich noch auch irgendwas rum, was wir den anderen hätten verkaufen können? Weil ich ehrlich bin, gib mal die Sachen. Hier mal raus. Wie kann ich gewiss? Für den Fall, dass das Quest-Items sind. Gewiss. So, dann verkaufen wir mal die jetzt nicht und Kalisas Bogen auch nicht. Ah, die Grabmalklinge, die kann weg. Old Rivery kann weg. Winterwolfpelze können weg, sind sehr viel wert. Die können weg. Kettenhemd, Ninjatsu, Ioris Axt, die bleibt erstmal. Das ist eine zweihändige Axt. Das Ding kann weg. Langbogen, Giftdolch, Lederrüstung, der unheilvolle Panzer. Die Zelebratenklinge behalten wir mal. Speer kann weg, Robe des bösen Erzmagiers kann alles weg. So, hast du noch was Schönes, was wir ganz, ganz gerne hätten? Radieschen könntest du benutzen, ist eine sehr gute Armbrust eigentlich. Grabpfleger bringt nicht wirklich viel. Schweinsauge war ein Kurzschwert. Liebe der schwarzen Bess ist ein Streitkolben. Macht aber ein ETW von minus 3, was nicht so gut ist. Das Langschwert ist einfach nur ein plus 3er. Achso, ETW minus. Ja, ich sollte richtig denken. Speer, Riesenmörder, Plattenpanzer. Eigentlich nichts Besonderes. Glaubenstöter ist eine Einhandaxt. Nö, nehmen wir mal nur dieschen. So, die ist plus 2 und plus 4. Und hat zwei Angriffe pro Runde. Ja, mal gucken, wie sehr sich Radieschen bezahlt macht. Wir haben 480 Bolzen hier und 240 Kugeln hier. Wir brauchen ein Stack Kugeln und zwei Stacken. Dum-dum-dum. Bolzen. So, erstmal.
So, jetzt haben die erstmal wieder Munition hier. Und dann gucken wir mal kurz hier. 320 Bolzen und nur 80. Nee, 160 Kugeln. Dein Befehl? Einverstanden. Also, Bolzen, das sind 80, 160, 240, 320 und Kugeln so viele, so. Was Besseres kriegen wir bei ihm leider nicht. So, die kann ich verkaufen. Inferno-Pfeile kann ich eigentlich auch verkaufen. Du kommst erstmal da rein, da bist du nicht im Weg. Da haben wir alles draus verkauft. Da auch. Tränke sollten wir noch verkaufen gehen. Inferno-Pfeile sind ganz schön was wert. Ja, sofort. Einverstanden. Feuerschutztrank behalten wir mal. Schöpferkraft, Tränke. Können wir zwei verkaufen. Geschütztheitsregenerationstrank, Steinform können wir behalten. Ach komm, das flammende Öl kann weg. Absorptionstrank, Konzentrationstrank. Wahrnehmungstrank ist wichtig für Dieb. Hügel Steinriesenstärke, Brandöl kann weg. Den sollten wir auf jeden Fall wieder auf Priester treffen, die festhalten machen. Trank der Klarheit. Der kann weg. Kältewiderstand bleibt. Trank der Einsicht kann eigentlich auch weg. Filter der Reinigung kann weg, weil Krankheit heilen kann unser Paladin. Die können beide weg. Infravisionstrank kann weg. Trank der Macht. Kann da bleiben. Unsichtbarkeitstrank. Bleibt da. Trank der Lebenskraft. Bleibt auch mal da. Wendigkeitstrank. Erhöht Geschicklichkeit. Trank der Meisterdiebeskunst. Wir haben ja einen. Der bleibt. Feuerodem behalten wir auch erstmal. So, magisches Schild bleibt auch. Das heißt, das wird nur verkauft. Aber wenn ich nicht weiß, ob wir jemals einen Spiegelaugentrank brauchen. So. Sag gewiss. Einverstanden. Das heißt, wir können jetzt zum Würmzahngletscher zurückreisen.
kurz unter das Museum gehen, weil da gibt es ja eine Abkürzung und da unser Lager aufschlagen, um einmal zu rasten. Weiter! Sofort! Einverstanden! So, und damit haben wir eigentlich auch schon den Akt abgeschlossen. Sie jetzt aber mal ein Quicksave hier machen. Froh, die Grauen der Frostriesenhöhlen hinter sich gelassen zu haben, machte sich die Gruppe in die tiefsten Tunnel des Zwergenkomplexes auf. In der Ferne strahlte ein rotes Leuchten aus dem Schlund eines langen Ganges. Sie waren also nicht allein in der Dunkelheit von Unterdorntief. Haltet ein, ihr dürft nicht weitergehen. Warum nicht? Ich bin die Stimme von Durde Alata. Ich spreche im Namen meines Meisters, des ehrwürdigen Bruders Pokelin. Dieses Land ist der Kirche Elmatos heilig. Als ein Paladin Torms ist es meine Pflicht, seine Befehle zu befolgen. Ich sage euch das nicht gern, mein Freund, aber ihr seid nichts als ein Haufen Blech. Ich bezweifle, dass Torm riesige Rüstungen als Paladine zulässt. Pokelin, einer der Priester von Inkulda, hat mir von ihm erzählt. Was macht er hier? Und ihr gehorcht ihm einfach blindlings. Nehmen wir mal die zwei. Es steht mir nicht zu, die Taten oder Begründungen eines geschätzten Mitglieds der Heiligen Kirche des Leidens in Frage zu stellen. Der ehrwürdige Bruder Pokelin und Bruder Haken befehligen mich im Tod, wie andere heilige Männer der Dreieinigkeit es zu meiner Lebzeit taten. Das ist meine ewige Sühne. Was meint ihr? Ich war auch einmal wie ihr. Als Paladin Torms war es meine Pflicht, Verräter, Einbrüchige und Ungläubige in allen Reichen ausfindig zu machen. Als ich von dem Konflikt zwischen den Elfen der Hand der Seldarin und den Zwergen von Dorntyf hörte, kam ich hier, um Nachforschungen anzustellen. Ich versuchte, zur Ursache des Problems vorzustoßen. Die verräterische Partei zu entdecken, die für den Pesthauch des Misstrauens und auf den Aggression verantwortlich war. Ich schwor bei Torm, dass ich nicht zulassen würde, dass die Elfen und die Zwerge sich bekriegen. Das war mein Verhängnis. In meinem Stolz habe ich geglaubt, ich könnte den Strom des Misstrauens und des Hasses, der zwischen den beiden Rassen wütet, umlenken. Aber ich habe mich geirrt. Sie wollten nicht auf mich hören. In einem verzweifelten Versuch, meinen Schwur einzuhalten, warf ich mich zwischen die angreifenden Zwergenkrieger und die unerschrockenen Bogenschützen der Elfen. Ich wurde von unzähligen Pfeilen durchbohrt und zahllose Zwergenfüße haben meine Knochen gebrochen. Ich habe sie nicht gespürt, aber meine Seele, die Fesseln der Pflicht hielten sie gefangen. Ich konnte nicht zum Gericht aufsteigen. Von meiner Schuld niedergedrückt blieb ich hier zwischen den Truppen. Nun ist meine Schuld auf dem Tisch ausgebreitet. Hungrig verschlingt sie mich in einer ewigen heiligen Wache. Sie wird nie genug bekommen. Trotzdem muss ich gehorchen. Ich muss auf ewig den Kirchen der Triade dienen. Tyr, Torm und den Mater. Es ist meine Pflicht. Ich werde hier warten, bis die Zelt selbst meine Fesseln am Grat der Welt zerschmettert. Kann man denn gar nichts für euch tun? Wenn ihr unbedingt leiden wollt, werde ich euch dabei behilflich sein. Aus dem Weg oder ich zerquetsche eure Rüstung zu kleinen Stahlkugeln. Oh, ist das traurig. Ich fange gleich an zu weinen. Spart euch eure Leib für jemanden, den es interessiert. Sind wir mal nett. Vor allem auch wenn es grün ist, das bedeutet, Selastra redet gerade. Aber unser Brenuir, unser Paladin, will natürlich helfen. Nein, nicht mehr. Meine Rüstung ist aus Ketten von Sklaven gemacht und meine Stimme spricht mit der Zunge dieser Sklaven. Sie sprechen die Worte, die ich nicht sprechen kann. Zungen herausschneiden und Menschen versklaven klingt nicht gerade nach Regeln einer guten Kirche. Sollte euch das nicht von eurer Pflicht befreien? Solange ich keinen eindeutigen Beweis dafür habe, dass sie nicht im Mater dienen, muss ich ihnen bedingungslos folgen. Bruder Haken kann euch jetzt durch meine Augen sehen. Er befiehlt mich, euch anzugreifen. Ich muss ihm gehorchen. Es ist meine Pflicht. Ah!